Können Zigaretten wirklich eine gesamte Tankstelle in die Luft jagen? Ein Schnipser mit dem Finger, die Kippe landet im Benzin und bam, sofort explodiert alles. Klassiker im Film. Aber geht das überhaupt? Das amerikanische Justizministerium hat das 2013 tatsächlich mal untersuchen lassen. Einfach weil viele Brandstifter vor Gericht behauptet haben, sie hätten das Feuer gar nicht gelegt, sondern einfach nur versehentlich eine Zigarette fallen lassen. Also wurde ein Forschungsteam beauftragt und die Leute haben echt alles in Betracht gezogen. Verschiedene Zigarettenmarken, ob an der Kippe schon gezogen wurde, verschiedene Wurfentfernungen und unterschiedliche Mengen an Benzin und Benzindämpfen. Insgesamt 70 Experimente mit 723 Zigaretten. Am Ende haben sie die Zigaretten sogar direkt mit Benzin angesprüht. Und rauskam nichts. In keiner einzigen Variante mit Zigaretten hat es gebrannt. Dafür aber ein Vergleichstest mit offenem Feuer. Deshalb ist das hier an Tankstellen schon ganz schlau. Auch wenn man sagen muss, so eine Hollywood-Explosion ist allein durch die Sicherheitsvorkehrung bei uns relativ schwer vorstellbar.